In Bremen-Huchting kommt Natascha mit ihren drei Kindern von Sohn Tylers Einschulungsfeier. Für den Sechsjährigen beginnt ab heute ein neuer Lebensabschnitt. Da sind wir wieder. Ja. Und? Ja, war schön. Wie war's? Gut. Ja? Komm her. Wie war die Einschulung? Gut. Ja, wir hatten eine kleine, wir sind alle in die Turnhalle, die Kinder wurden draußen gelassen. Dann sind sie reingegangen, dann wurde was aufgeführt. Einmal nach links rüber. Ein Theaterstück und was gesungen haben sie. Und dann wurden die Schüler alle in die Klasse gebracht, hatten dann eine kurze Unterrichtsstunde. Die Eltern hatten dann noch kurze Informationen von der Schulleitung bekommen, wie der erste Tag abläuft. Ja, und so sind wir wieder hier. Und jetzt planen wir unseren Tag gleich. Wir gucken jetzt erstmal nach Hause, die müssen was essen. Hallo! Die Aufregung war bei der gesamten Familie groß. Tyler hat immer noch gemischte Gefühle. Einer hatte den gleichen Schulrucksack so wie ich. Ja, kannst mal sehen, ne? Gerade denselben, ne? So kann das passieren. Bist du denn glücklich mit deiner Klasse, Tyler? Mhm. Ja? Oder nicht so? Warum nicht? Was ist los? Weil ich mit Marsch in einer Klasse bin. Ja, ich weiß. Das ist ja auch alles gar kein Problem. Im Unterricht sitzt man und lernt man, dann könnt ihr die ESE keinen Quatsch machen. Und auf dem Schulhof habt ihr dann Zeit für euch. Das heißt, er hat seinen Kumpel nicht in der Klasse? Nee, der ist leider in einer anderen Klasse gekommen. Da ist alles ein bisschen schief gelaufen. Aber naja, ist manchmal so. Bei uns ist es eigentlich immer so, ne? Es läuft nie so, wie man es sich eigentlich wünscht. So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Ja. Auch im 60 Kilometer entfernten Bremerhaven ist heute ein besonderer Tag. Bürgergeldempfänger Stefan und seine Ex-Freundin wollen gleich den Geburtstag von Nicoles Zündin Lea feiern. Dafür war die 38-Jährige gerade einkaufen. Fahren. Moin. Danke. Hey. So, sind wieder zurück. Alles gekriegt? Ja. Nicole war Stefans große Liebe. Ihre 5-jährige Beziehung war allerdings ein ständiges Auf und Ab. Inzwischen sind die beiden beste Freunde und sie ist hin und wieder aus Bremen zu Besuch. Schön für die Hunde Fleisch, die Gelande für Lea. Hängen wir gleich schön auf, oder ich? Das machst du, ich hab da keinen Bock drauf. Markknochen. Ich hab leider keine Hühnerherzen gekriegt, aber Putenfleisch. Ja. Wieder runtergewitzt, aber ist egal. Hähnchen-Minutensteaks für Lea und Socke, wenn er natürlich darf. Und Frikadellen, ja. Also alle beide um die Hälfte runtergesetzt. Markknochen, die waren nicht runtergesetzt. Aber ist nicht schlimm, den Hunden muss man ab und zu mal was gönnen. Mache ich auch hiermit. Und dann die zwei, also einmal Girlande und einmal Luftballons, weil Lea liebt Luftballons. Nochmal 2 €, also dann 9, 11 €. Mhm. Aber dann guck, dass du Socke nicht allzu viel durcheinander gibst, ne? Ja, erstmal hänge ich natürlich schön die Girlande auf. Naja, wie gesagt, kannst du ja machen, ne? Ja. Nicole kümmert sich also um die Geburtstagsdeko. Die 38-Jährige ist in einer ähnlichen Lebenssituation wie Stefan. Das heißt, Nicole, du achtest immer noch so auf Preis und wovon lebst du jetzt gerade? Ich lebe immer noch vom neuen Bürgergeld, ja. Und achte immer noch auf die Preise, so wie sonst auch immer. Ja. Hat sich da was verändert? Gibt es jetzt mehr Geld für dich? Merkst du das oder wie ist das? Mehr Geld gibt es für mich nicht. Eigentlich ja, aber ich zahle die neue Kaution ab. Da ich die alte von der alten Wohnung nicht wiederbekommen habe, ist das Geld gleich geblieben für mich. Ex-Freund Stefan will auch nach Bremen ziehen. Mit Bremerhaven möchte er nach selbst erlebten gewalttätigen Übergriffen endgültig abschließen. In der jetzigen Wohnung lebt der 42-Jährige erst seit wenigen Monaten. Was ist eigentlich aus deiner Kaution von deiner Wohnung, alten Wohnung geworden? Die kriege ich ja noch wieder auf jeden Fall. Muss ich nur noch Bescheid sagen, auf jeden Fall, dass das ja auf mein Konto überwiesen werden muss, weil die habe ich ja schon komplett abgezahlt. Ach so, ja, war ja, so wie ich das jetzt mache. Diesen Monat war ja die letzte Rate, meine ich, oder nächsten Monat. Auf jeden Fall ist das jetzt abgezahlt. Mit Geld schmeißt man nicht. So. Ja, super. Und was machst du dann damit, mit dem Geld? Nee, ja, wieso? Das kommt dann direkt für die neue Wohnung, doch. Für die Kaution. Bremen ist teuer.
Ja, ja, ich liege bei, ich rechne mit 1.000 bis 1.500 Euro Kaution auf jeden Fall in Bremen. Ich habe ja wieder Glück gehabt, ne? Unter 800. Naja, deswegen, und das werde ich auf jeden Fall nicht haben. Ja. Ich denke mal, wenn ich bei Bremen Nord da irgendwas kriege, vielleicht denke ich mal mit 1.000 Euro. Aber ich gehe von 1,3 aus. Ah, okay. Also 600 Euro, dann kannst du den Rest, ja, kannst du machen. Dann ja, hast du irgendwas? Was brauchst du denn? Zum Aufhängen. Tesafilm? Nägel oder Tesafilm? Ist das schwer? Nein, das ist nicht, es geht. Sag mal hier. Ist extra mit Blümchen. Ach, du Scheiße. Stefan hat in Bremen noch keine Wohnung in Aussicht. Zunächst will der Überlebenskünstler in einem Zelt am Flussufer übernachten. Im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf kämpfen Willi und Ehefrau Tanja immer noch mit dem Abluftrohr ihrer Dunstabzugshaube. Das Anbringen haben sich die beiden einfacher vorgestellt. Ja, warum hängst du die denn nicht richtig ein? Weil die nicht richtig eingehangen war. Ja, warum nicht? Weil ich kann. Super. Wäre der nächste Akt gewesen. Ich merk's gerade, mein Schatz. Ich weiß aber nicht, warum das nicht drin ist. Ah, ich geh dann ganz raus. Lass mal. Ich mach doch gar nichts. Ich halte nur meine Hand hier drunter. Ja, du sollst doch mal lassen, dass die weg kann. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Nein, Quatsch. Alles gut. Wenn er da oben guckt, sieht er nicht, was ich hier unten mache. Klar, mault er dann erstmal. Kriegt er nachher wieder. Was ist das denn für ein Kotz? Ist das Ding kaputt? Nimm die Tür mal ab, komm, dann machen wir das gleich. Schnauze voll jetzt. Drecksding. Das passt schon mal, das passt schon mal. Was ist das für ein System, dass das nicht ineinander passt? Das ist doch doof. So. Ich muss das irgendwie ein bisschen ineinander stecken. Dann kriegst du ein bisschen mehr Halt. So bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist genau verkehrt. Pass auf deine Finger auf. Da kommt die 10% Kunst beim Dachdecker wieder dazu. Kuddeln. Gerade warst du hier drin, du blödes Drecksding. Ich will ja nicht, dass ihr so viel piepen müsst. Genau falsch. Ist egal. Entweder gibt es Panzertape oder Silikon, mein Mann. Oder ein Zimmermann, sagen wir, dass er kaputt kloppen kann. Normalerweise ist das nicht immer wie die Herangehensweise. Er versucht schon vernünftig zu arbeiten. Aber das Problem ist, wenn man jetzt, so wie wir, jetzt diese Küche, wir müssen ja jetzt zusammen buddeln, was nicht zusammen gehört. Und da muss man halt dann auch mal improvisieren. Aber es geht ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Außerdem muss Willi hier keinen Schönheitspreis gewinnen. Hauptsache, die Konstruktion hält. Also, da wird ja nie jemand irgendwie einen Küchenfachmann oder sowas sehen. Also ich glaube, meine Bewerbung dafür brauche ich nicht mehr abzugeben. Aber, wie gesagt, das ist mir Latte. Die Dunstabzugshaube soll am Ende nur ihren Zweck erfüllen können. Guck mal, das sieht doch aus wie gewollt. Aber ich weiß doch, das ist. I am the best. Fuck the rest. Sobald alle Teile zusammengesteckt sind, muss Willi diese nur noch mit Silikon verkleben. Die Hände gehören nicht dazu. Lappen oder reicht doch Zewa? Ja, das ist genug Zewa. Also, wo man nicht sehen kann, ist mir das scheißegal, ob das sauber ist oder nicht sauber ist. Also, wenn ich dann hier vorne schmiere gleich, dann bringt mich jemand um. Und der steht gerade hinter mir. Und dann, hier sind so viele Messer im Raum. Das kann ich nicht bringen. Nee, so viele sind hier noch nicht. Ich kann ja die Schränke noch nicht einräumen. Mach mal an. Ja, also ich finde eigentlich ganz gut, dass er versucht, für jedes Problem eine Lösung zu finden. Ob es manchmal so regelkonform ist, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Aber es ist hinterher immer so, dass es funktional ist. Das Projekt Dunstabzugshaube ist für heute geschafft. Petra aus Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen hat sich mit ihrer Enkelin Lisa und Pflegetochter Michelle auf den Weg in die Innenstadt gemacht. Lisa ist hochschwanger und muss noch letzte Vorbereitungen für das neue Leben treffen. Es ist Ende des Monats, deswegen gibt es heute Geld und machen dann halt noch einen Einkauf. Also das, was halt wichtig ist, Großeinkauf, und ich gehe noch ein paar Sachen fürs Baby halt kaufen, die ich noch brauche. Ich habe 500 Euro abgehoben.
Weil das ist halt das, was ich bekomme. Und davon muss ich halt jetzt Geld wegtun. Ich habe das ausgerechnet. Ich muss 125 Euro habe ich für mich selber. Den Rest muss ich alles wegtun, weil das die Ausgaben sind. Das ist für den einen Kinderwagen. Das ist für den Vermieter. Das ist für die Babyklamotten. Dann noch einmal, weil wir uns da Geld geliehen haben. Für den Frauenarzt sind noch 37 Euro. Die Bürgergeldempfängerin hat noch eine Ultraschalluntersuchung machen lassen, die nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Diesen Monat ist nicht viel Geld übrig. Das ist ganz schön knapp, definitiv. Und davon gehen ja jetzt auch noch, davon muss ja jetzt auch noch die Babysachen kaufen. Lisa wird finanziell auf zusätzliche Hilfe angewiesen sein. Wenn Oma Petra kann, springt sie ein, auch wenn das Geld bei ihr ebenso knapp ist. Das sind 190. Dann habe ich hier nur 45. Davon gehen noch 55 Euro für meinen Garten ab, weil ich ja selber auch in meiner, da wo ich wohne, selber auch Garten habe. Und der privat genannt, der ist privat. Ich habe gestern 190 Euro runtergeholt, hab davon schon eingekauft gehabt, was die Kinder so am nötigsten brauchten. Und davon habe ich auch nicht mehr viel. Definitiv 50 Euro werde ich dafür ausgeben für die Babysachen. Definitiv 50 Euro, wenn nicht ein bisschen mehr tatsächlich. Die drei gehen heute in einen Drogeriemarkt. Lisas Einkaufsliste ist lang und die Preise wurden erhöht. Wird die 18-Jährige trotzdem mit ihrem Budget auskommen? Kurze Zeit später kehrt die Familie mit einer vollen Tasche aus dem Laden zurück. Nahrung haben wir gekauft, Windeln haben wir gekauft. Einen Moment. Dann Shampoo, ein Pflegebad, ein Schlafbad, ein Kirschkernkissen haben wir gekauft. Dann eine Haarbürste für die Kleine. Dann haben wir so Behälter für Nahrung reinzutun, wenn die mal unterwegs ist. Ich habe 70,90 Euro bezahlt. Das ist wirklich keine billige Angelegenheit. Wie viel bleibt dir jetzt noch für deine Lebensmittel? Für die Lebensmittel bleiben mir tatsächlich jetzt noch so um die 55 Euro. Und ist das dann für den ganzen Monat? Das ist für den ganzen Monat. Nochmal Geld bekomme ich nämlich nicht. Und der Monat ist noch lang. Lisa wird den Gürtel enger schnallen müssen, um mit ihrem Geld einigermaßen auszukommen.